Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sons of the Forest. Um genau zu sein, zur zweiten Folge. Da unten haben wir ja in der letzten Folge aufgehört. Ich habe hier oben mal einen kleinen Unterschlupf gebaut, damit ich hier auch speichern kann. Ich denke mal, wir werden mehrere solche kleinen Unterschlüpfe überall ein bisschen bauen, damit wir auch zwischendurch mal speichern können, beziehungsweise auch mal schlafen können zwischendurch. Ja, und in der letzten Folge sind wir angekommen. Wir sind mit dem Heli ja abgestürzt. Wir haben auch die zweite Variante gesehen, die habe ich euch gezeigt. Wir haben die ersten Kannibalen schon gesehen. Wir haben auch ihre Verstecke gesehen, dass sie sich teilweise in Laubhaufen verstecken. Wir haben Calvin und seine neue Freundin kennengelernt. Die Freundin auf drei Beinen mit drei Armen. Ich weiß nicht, inwiefern die Gute hier, was die für eine Rolle mitspielt, sagen wir es mal so. Und ja, in der letzten Folge, wie gesagt, haben wir hier unten aufgehört und wir wollen heute in der Folge einmal zu diesem roten Ding da hinten. Ich nehme an, wie gesagt, das wird so ein Rettungsboot sein. Und wir wollten uns das eine Lager, was hier in der Nähe ist, angucken, weil da läuft irgendwie Musik. Und da laufen Kannibalen rum, die wir auch so aus der Forest nicht kennen. Also schon, aber nicht so begleitet, weil eigentlich kennen wir sie fast nur fast nackig. Die hatten Klamotten an. Dementsprechend würde ich sagen, ohne große Umschweife, wie gesagt, Folgenlänge so 20 bis 30 Minuten. Die erste Folge ging natürlich ein bisschen länger, das war eine Doppelfolge. Aber ansonsten so 20 bis 30 Minuten, deswegen legen wir direkt los. Ich hoffe, es gibt noch keinen Hai. Und wenn, dass er nicht so großen Hunger hat, weil das ist trotzdem von hier aus gesehen ein ganzes Stück, ne? Und wir können irgendwie noch keine Boote bauen oder es wird allgemein keine Boote geben in Sons of the Forest. Das wissen wir halt noch nicht. Early Access. Aktuell laut Bauplan gibt es noch kein Boot bzw. kein Fluss, was wir bauen können. Jetzt haben wir auch noch Hunger. Willst du mich verarschen? Das fängt gut an. Gut, drück die Daumen, dass kein Hai da ist. Kein Hai Hunger hat. Ausdauer geht jetzt schon zu Neige, ne? Ja, und ich glaube, da war ein Hai, ne? Ich weiß nicht, was das für eine Kreatur gerade war. Da war ein Fisch. Irgendwas ist gerade hochgesprungen. Bis jetzt wurden wir zumindest noch nicht angeknabbert. Es ist auf jeden Fall eine Rettungsboje, also Rettungsboot. Ein sehr zerstörtes. Kommen wir hier hoch? Ich komme hier nicht hoch. Da war was. Okay, ich bin erschrocken, da war irgendwas. Hier können wir uns hochziehen. Irgendwas haben wir aufgenommen. Oh, da liegt jemand. Der Zahnbürste liegt da noch. Wir sind erstmal sicher. Wir wurden nicht angeknabbert. Irgendwas ist hochgesprungen. Ich glaube, ja, es ist ein Hai. Da ist er. Holy shit. Und was für ein Ding, du. Gut. Wir haben noch was zu essen. Wir haben auch Hunger. Flares sind sehr gut. Oh, nice. Pistole. Der springt richtig hoch, ne? Steck die mal weg. So, Kollege, was ist mit dir los? Das sieht nicht sehr gesund aus. Mehr gibt es hier aber nicht. Wir haben aber irgendein Gerät aufgenommen. Ich möchte mal gucken. Wir bauen hier mal auf. Was ist das? Das sind Austern. Die können wir essen. Was bringen die eigentlich? Wir gucken mal. Wir müssen ja auch mal alles kennenlernen. Wir sind natürlich. Oh, die bringen ja echt nicht viel. Das ist ja was für Bären. Okay, wir hätten hier rohen Fisch. Wir hätten das hier. Bekommen wir erst einen rohen Fisch, bevor er schlecht wird. Weil aktuell scheint es uns ja noch nicht zu schaden. Dann haben wir den auch noch. Sowas wie ein Funkgerät eigentlich aufgenommen. So sah das zumindest aus. Das ist Medizin. Betäubungsmunition. 9 mm Munition. Schrotkugeln. Da ist die Schusswaffe. Sehr dramatisch, sehr dramatisch. Chemikon funktioniert. Okay. Also, wir haben schon mal eine Schusswaffe.
Das ist der GPS-Tracker, Seil, Münzen. Aber ich bildete mir ein, wir hätten ein Funkgerät aufgenommen. Oh Gott, bis wohin das hingelegt wird hier. Was ist das? Draht, Klebeband, das sind die Bärenfrüchte, Tuch. Ich sehe aber noch kein... Das sind die Klamottenstücke. Da hinten ist das Schädel. Hatten wir... Das ist unser GPS-Gerät. Feuerzeug, Münzen. Hatten wir nicht sowas wie ein Funkgerät aufgenommen? Ostern. Ich sehe leider noch kein Funkgerät. Aber wir hatten doch irgendwas aufgenommen. Viel Bewegungsfreiheit haben wir auch nicht, aber mehr ist hier nicht, oder? Hier ist der Übersicht, hier ist noch was. Leuchtfackel. Gut. Das finden wir ja früher oder später raus. Das können wir nicht aufsammeln. Aber es war ein Woki-Toki-Symbol da, ne? Wir sollten uns eher, glaube ich, mal Gedanken um den Hai machen hier. Also, die Frage ist schon mal beantwortet. Gibt es einen Hai? Es gibt einen Hai. Und der ist sehr groß. Das ist die Frage der Fragen. Kann ich den mit der Pistole erschießen? Ja, wir haben bloß 3 Schuss. Zweifel ist, dass wir den damit hinkriegen. Und ich würde ungern die Munition so vergeuden. Abmarsch. Wir schwimmen rüber. In der Hoffnung, der Hai knabbert uns nicht an. Drück die Daumen. Es ist schon sehr gefährlich im Meer, ne? Wenn wir kein Boot haben. Flaches Gewässer, sehr gut, dann sollten wir das geschafft haben. Gut, und wir haben unsere erste Schusswaffe. Gut, dann einmal... In diese Richtung. Ja, schon wieder Musik, ne? Okay, hier sind Kisten sogar. Oh. Ah, okay, hier ist ein Radio. Aufsatz. Okay, also können wir anscheinend auch wieder Waffen zusammenbauen. Hört damit zu uns? Essen, okay. Anscheinend ist hier auch eine Strandungsstelle. Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Geld zum Verbrennen, wie immer. Das können wir nicht aufheben für Molotow. Radio können wir nicht mitnehmen. Gut. Machen wir die Musik wieder an für den Kollegen. C4-Ladung. Okay, anscheinend müssen wir mehr so mal aufsprengen. Aber es ist gut, wenn da so die Musik an ist, dann kann man das nicht verpassen, ne? Weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich das jetzt gesehen hätte, weil das doch sehr versteckt ist. Okay. Wieder was entdeckt. Sehr gut, weiter geht's. Wir müssen da hoch in den Wald. Also das Weiße Haus ist unser aktuelles Lager. Wie gesagt, wird aber nicht das dauerhafte Lager sein. Ist natürlich nur provisorisch, ne?
Also ein bisschen langsam machen wieder hier. Wegen der Müdigkeit ist natürlich die Ausdauer nicht voll, ne? Ich frage mich, was das hier sein soll. Kann man das zerstören? Ne, kann man nicht, okay. Scheinen aber irgendwelche Markierungen zu sein, ne? Genau. Und hier irgendwo in dem Wald. Ich möchte gerne einen Speer haben. Axt ist zwar schick und schön, aber sehr langsam, ne? Ich kann mal was trinken. Hier ist er noch. Haben wir das gesehen? Das Gewiesbaum, das haben wir glaube ich schon gesehen. Hier waren wir am Münzen, genau. Okay, also wenn man raus ist aus dem Renderbereich, spawnt das wieder quasi, beziehungsweise wahrscheinlich wenn du neu einloggst. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal so ein Ausrufezeichen. Ah, gesammelt bloß, das ist schlecht. Damit wissen wir nicht, ob es gut ist. Ah, hier ist noch was. Probieren. Jetzt probieren wir es. Alles klar. Oh, scheint nicht echt gewesen zu sein. Ich hoffe, wir verpassen das Lager nicht. Okay, ich höre die Musik. Okay, das ist irgendeiner gefesselt. Haben die ihren eigenen Mann gefesselt? Schon kein Radar zu sein. Okay. Auch ein neuer Mutant. Okay, das können wir auch zerstören. Hier ist Seil. Die Spinnen, ne? Okay, hier kann man also einiges entdecken. Da waren, glaube ich, Pfeilspitzen sogar dabei. Da hinten läuft einer. Flintenlaufgeschosse, Schrotgut. Gibt ganz schön viele verschiedene Munitionsarten, ne? Papierziehscheibe. Bitte. Kann ich hier einen Schussstand aufbauen oder was? Manchmal kommt der Sound noch ein bisschen buggy rüber, ne? Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den hier so jetzt loszuschneiden. Ich würde den hier erstmal so hängen lassen, oder? So. Mal weg. Jetzt sieht man die mal hier mit Klamotten, ne? Okay, die greift sofort an, ne? Da ist noch einer, muss aufpassen.
Sind sie tot? Was seid ihr denn für Kannibalen? Mit Klamotten und Gesichtsbemalung. Okay, hat er sich abgewehrt sogar. Oh Gott, oh Gott, oh, sind gleich tot. Wobei, ja, wir müssen Achtung, 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 Achtung. Holt sich unsere Ausdauer? Ein bisschen regeneriert sie sich. Ein bisschen. Das war's, glaube ich. Die sind ja übel. Okay, wir sind hier immer noch in dem Lager. Okay, ah, wir sind festgebunden. Okay, er geht weg. Gut, unser Messer haben wir noch dabei anscheinend. Und das ganze andere Inventar scheint da vorne zu liegen. Läuft. Genau, die Axt hätte ich gerne. Was passiert, wenn ich den jetzt hier losschneide? Kann ich den losschneiden? Kann ich dich auch so töten? Okay, ich kann ihn auch so töten. Zählt es unter Mutant? Tatsächlich. Okay, es ist einer dieser neuen Mutanten. Kann ich den Kopf nicht? Toll, da reiß dich zusammen, ey. Gut. Oh mein Gott, da kam er von hinten an, ne? Bin ich selber erschrocken. Ich glaube, da kommt noch einer. Trauert die gerade? Krass. Trauernde Kannibale. Krass. Okay, die Positionierung ist noch gewöhnungsbedürftig. Die klappte bei der Forest irgendwie besser. Der ist wirklich ein Mutant gewesen. Wo kommst du her, Calvin? Oh, und es wird dunkel, ne? Wir müssen zusehen, dass wir dann hier schnellstmöglich ins Lager kommen. Holy shit. Das gibt einige Knochen. Knochenrüstung. Knochenrüstung. Klebeband und Seil. Gut, das kennen wir ja. Nur, dass es besser animiert jetzt worden ist. Oh, shit, nee, ich würde es tragen. Da. Okay, aus dem Ganzen können wir... Jetzt finden wir Knochen anscheinend. Thank you.
Gut, wir haben nicht mehr, Seile. Aber könnten wir Seile nicht aus Dingsbums machen? Wir haben jetzt erstmal alle Knochenteile, ne? Schauen wir mal, Kevin, dass er uns folgen soll. Ich hoffe, er hat das verstanden. Wir brauchen... Na, Licht ist schlecht gerade, ne? Versuchen mal ins Lager zu finden wieder. Dass wir da auch durchschlafen können. Der erste Kampf. Einmal gestorben. Beziehungsweise gefangen genommen. Da oben ist man, glaube ich, hin, ne? Ja. Aber kennen wir das auch schon mal? Also wird man quasi gefesselt dann im Lager da. Wie der Mutant. Da haben wir auch schon mal den einen neuen Mutanten gesehen. Aber es gibt noch viel mehr. Ich bin echt drauf gespannt, ey. Na, hopp. Da oben ist unser Lager. Mit dem Feuer, das sieht schon nice aus. Auch der Rauch, der da hochsteigt, ist schon geil gemacht. So, dann würde ich sagen, schlafen. Gleich sicher speichern. Und natürlich ist gleich mal ein Kannibale im Wasser, ne? Ich würde da nicht lang gehen, du gehst unter. Oder könnt ihr jetzt schwimmen? Nein. Können sie nicht. Ich hab's gesagt. Aber jetzt haben wir auch die Bestätigung dafür. Also Kannibalen können immer noch nicht schwimmen. Gut, dann würde ich sagen, erweitern wir unser Lager. Hab doch Knochendingsbums. Lager und genau, Steinlager, Knochenlager. Kelvin, ich brauch Stöcke. Er scheint damit glücklich zu sein, ne? So, wie sieht's hier aus? Kann ich die schon essen, oder? Wir probieren's. Die sehen jetzt noch nicht sehr trocken aus. Aber scheint so. So, das ist schon mal voll. Eine geeignete Stelle zum Trinken. Hatten wir da hinten? Sehr gut. Wo ist denn Kelvin jetzt schon wieder hin? Da. Legt sie uns dahin, wo wir sind. Finde ich gut. Nee, Quatsch. Ich glaube, ich kann mal...
Wie war das? Ich brauche einen Stick. So. Den tue ich hier hin. Ich brauche ein Stück Tuch. Das wickel ich hier drum. Und dann nehme ich noch einen Schädel. Und pack den hier drauf. Und schon ist die Schädellampe fertig. So, sehr gut. Kelvin ist eigentlich irgendwo hier, aber ich sehe ihn nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Und erkunden noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Also ich glaube nicht, dass das letzte Lager war. Und vielleicht gehen wir dann auch mal langsam Richtung erster Höhle. Wo war die denn? Ne, wir wollten erstmal so zum Ausrufezeichen. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Richtung, Richtung Berg, zu dem Ausrufezeichen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Das war es meine neue Folge von Sons of the Forest. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mir das, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen, gerne kommentieren und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut!